schlafen auf dem Berge. Vielbeiniger Herren versehen und Gipfel, göttlicher Wohltäter, Hüter von Frosch und Fichte. Schau mächtig auf deine demütigen Ameisen. O mächtiger Falter, o schlafender vom Berge, vielbeiniger Herren versehen. Die dankbaren Wohltäter, ihrer Dankbarkeit meist Gutes zurück. Schau auf deine demütigen Ameisen. Für manche ist Freiheit so wertvoll, dass sie mit dem Leben bezahlt. Göttlicher Wohltäter, Hüter von Frosch und Fichte. Ja, das wäre auch eigentlich nicht gut. Spoilern ist nicht gut. Aber du kannst mir sagen, ob ich jetzt schon noch hinter der Hälfte bin oder über die Hälfte. Also so wie Alice langsam so ein... Also was heißt langsam klarkommt, aber... Der Zusammenhang von... Krieg ich die von hier? Also dass sie das Feuer nicht ausgelöst hat, das weiß sie mittlerweile schon. Okay, wenn ich ziemlich in der Mitte bin, dann ist das doch cool. Ich wollte gerade sagen, wie komme ich da denn hin? Na. Als Papa mir Hausarrest gab, bin ich das Spalier runtergeklettert. Der Ast ist wie eine Brücke. Dann ist es nicht mehr tief. Verpetz mich nicht, Alice, oder wir sind keine Schwestern mehr. Oh. Wenn du das machst, sind wir keine Schwestern mehr. Das ist Erpressung Kinderart. Hat aber mehr Wirkung als alles andere. Oder du hast da eine sture Schwester. Ja, dann bist du halt nicht mehr meine Schwester. Das kann natürlich auch sein. Ja gut, dann glaube ich, dass ich, wenn ich... Ich wollte ja eigentlich nur noch bis zur Raupe machen. Wollte ich eigentlich Feier machen, obwohl ich nicht wirklich Lust habe aufzuhören. Nee, tatsächlich nicht. Ich bin, von meinen Brüdern bin ich der Älteste. Aber ich hatte mal eine Stiefschwester. Was heißt hatte? Habe ich eigentlich immer noch, aber mit der haben wir nichts mehr zu tun. Oder beziehungsweise ich nicht. Und die war so. Nein, ich wollte mir die Katze anhören. Beobachte, lerne und reagiere. Ja, so wie in dem ganzen Spiel halt auch schon. Was ist das Muster? Wie behebt man das? Jetzt hast du ja natürlich eine ganze Menge verpasst, ne? Entweder guckst du tatsächlich den Stream nach. Wenn du willst, dann tust du nicht. Oder du schaust dir das ganze Ding nachher auf YouTube an. Da habe ich auch schon ein paar Folgen hochgeladen. Feuer! Rette dich! Mach auf, Lizzie! Lizzie!
Tür! Der Schlüssel, Lizzie! Schließ die Tür auf! Shit. Ich dachte, das wäre schon das Ende. Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch... Nein! Merzhase und Hutmacher, ich hasse das. Oh, und dann noch die Gegner. Ja, super. Aua! Ah, jetzt hast du dein Schild nicht mehr, ne? Jetzt bist du... zittern dir gleich die Knie. Erfolg? Warum? Komm, Alice, nicht trödeln! Du hast schon den Zug verpasst! Ja, ich denke, ich muss alle Gegner besiegen. Hä? Da waren doch noch so viele. Na gut, ich stelle keine Fragen, das hat wohl so seinen Sinn. Ja, ich habe Alice tatsächlich in der Woche gar nicht weitergespielt, so wie ich eigentlich wollte. Also, ich habe heute ab 19 Uhr angefangen. Ich wollte erst, aber dann dachte ich mir, hey, nee. Ich habe in der Woche tatsächlich eher so ein bisschen Multiplayer-Gedöns gemacht. Ich muss sagen, das Unterwasserlevel war ja... kam mir so vor, als wenn das so ein bisschen spielstreckend war. Vor allem das mit den Geistern. Gut, dass es immer nur drei sind und nicht fünf oder so. Aber ich fand cool, das mit dem Schiff, wo du so ein Shoot-'em-up-Gameplay hast. Das kommt ja auch. Also du hast ja in den Häusern, in den Schneckenhäusern ja dieses Rätsel der Katze. Dann hast du die Kämpfe mit dem Hutmacher und dem Merzhasen. Und dann hast du ja nochmal dem Schiff. Mal gespannt, was da noch alles so kommt. Erstmal freue ich mich auf die Raupe. Weil die muss ja auch anders aussehen. So. Da bin ich jetzt. Nee. Auf ins Gemälde. Wieder Pfirsiche sammeln.
Die Kriegführenden, ohne Sinn und Zweck, missbrauchten und töteten ihre friedfertigen Opfer, die sie dafür hassten, dass sie anders waren. Die Invasoren verdarben die heile Welt. Die Überfallenen konnten die gnadenlose Brutalität nicht verstehen. Trotzdem blieben sie und versuchten, ihre Unterdrücker zu beschwichtigen und ihre Vergangenheit zu retten. Die Eindringlinge griffen in Intervallen an, statt alle auf einmal zu töten. Die unglücklichen Überlebenden lebten in ständiger Furcht weiter. Gibt es ein schlimmeres Schicksal? Das ist jetzt das zweite von diesen Art Bilderleveln hier. So, kann er hier gar nicht angreifen. Aber schnell. Das war jetzt aber gemein knapp. Ich habe das Gefühl, davon muss ich auch drei machen. Weil irgendwo alles drei sind. Alle guten Dinge sind drei, sagt man. Wie lange ist das her, dass du das Spiel gespielt hast? Verkohlt. Och, du warst doch gar nicht mehr am Feuer. Das ist aber schon eine lange Zeit, ja. Könnte man das eventuell nochmal nachholen? Warte ich, bis das Feuer weg ist. Es sei denn, die würde halt ein Livestream oder Let's Play reichen. Na, das war doof. Ja, Bewegung. Nee, das geht nicht. Kenn ich. Wenn man... Hören die auch mal auf? Aber ab und zu mache ich das auch so, wie zum Beispiel bei... welchem Spiel habe ich das gemacht? War das Until Dawn? Mit dem Bendigos? Ich glaube ja. Da wird wieder groß, Alice. Gut, ich muss ja sagen, ich habe auch viel zu tun, arbeitstechnisch. Mein Tag wird immer so eingespannt, dass ich von 7 bis 17 Uhr erst auf der Arbeit bin. Da habe ich dann auch immer, ja, wenn du überlegst, um 5 stehe ich auf, dann um 7 ist Arbeitsbeginn, dann 15:45 ist Feierabend und je nachdem, wo ich gerade bin, wenn ich dann da und da bin, habe ich dann so und so viel Fahrzeit nach Hause, das muss ja auch noch mitberechnet werden. Denn, ja, sagen wir so, ab 18, 19 Uhr habe ich dann richtig Zeit zum Zocken, so für mich. Und entweder habe ich dann Bock und bin fit, dass ich einen Stream mache. Oder ich sage, ich möchte aufnehmen, dann nehme ich auf. Oder ich zocke halt für mich. Oder ich sage, ich schaue meine Serie. Das teile ich mir dann auch ein. Ja, 8 Stunden, ne? Tagtäglich. Und dann 40 Stunden die Woche.
Aber dafür habe ich jedes Wochenende frei. Das Gute, wenn man Handwerker ist. Millimeter. Na, stopp, das habe ich gesehen. Wir wollen für sich nicht vergessen. Ich weiß zwar nicht, wofür ich die brauche, aber ich kann sie einsammeln und dann mache ich das. Nie richtig frei. Also du musst es nicht schreiben, ne? Aber ich frage einfach mal aus Interesse, was du denn machst. Flexible Arbeitszeiten ist schon, ja, weiß ich nicht. Hört sich nach Koch. Koch hat auch gut. Koch hat flexible Arbeitszeiten, Pflege hat flexible Arbeitszeiten. Oha, okay. Das ist schon was Krasses. Bumm. Ich brauche den Schirm. Ach so, zwei von denen, ja. Das wird's interessant. Na komm. Das ist schon fies, was ihr hier macht, Freunde, ne? Das auf Albtraum ist ein bisschen krass. Ach, vielen Dank für das Lob. Ich finde, es macht auch echt Spaß, wenn du so die ganzen Taktiken raus hast. Ja, der Teapot, der macht echt alleine schon der einzelne Schuss. Alice? Ganz kurz am Überlegen, Alice, oder was? Alleine dieser kleine Schuss, der macht ja schon ordentlich Damage. Kannst du echt gut mit kombinieren. Spiel Alice wie Dark Souls. Oh nein, sowas wieder. Und wieder windet sich der Schattendrache den Pfad entlang. Folge dem Drachen, Alice. Ah, ich verstehe, wie der Hase läuft. Wirklich ganz logisch. Zumindest jetzt. Ja. Erstmal Steine suchen. Ja, oh, ein Rätsel. Das ist auch der schöne Teil daran. Bloß, dass ich jetzt diese Steine suchen muss. Das ist dann schon wieder... Man merkt langsam, ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber man merkt langsam, es wiederholt sich ziemlich schnell. So. Zumindest muss ich nicht bei jedem Stein kämpfen. Das war in der Unterwasserwelt so.
zwei Pfade. Mal neu. Ich muss auch so sagen, so wie ich Alice jetzt hier sehe, ne? So in ihrer Kleidung, wie sie ist. Mit den Schuhen, mit dem Rock, der Schrumpfhose. Ich finde, Frauen können echt öfters mal so aussehen. Also ich sehe das viel zu selten, dass mal so ein hübsches Sommerkleid oder so getragen wird. Natürlich Jeans und so können sie auch gerne anhaben, aber ich finde, das hat irgendwie voll Stil, oder nicht? Ich finde es total totschick. Oh, was ist das denn? Ich fand die noch hübscher, als die menschliche Köpfe gehabt haben. Kann ich euch eigentlich abschicken? Ich finde es eigentlich ganz schick. Kann man das natürlich wieder so hindingsen, dass auch nur Kleid tragen soll, aber. Ja, Quatsch. Das sind wieder die, die das mit Biegen und Brechen unterbrechen. Fighting! Auch nur gegen diese dicken Würmer hier. Das sind die nervigsten Gegner, weil sie die nicht sofort trifft. Das wird immer schön anvisieren, ansonsten... Viele denn noch? So. Passt das jetzt? Sieht gut aus. Sommerkleid kaufen. Okay. Habe ich alle? Ja, jetzt habe ich alle. Naja, du könntest theoretisch als Mann auch sowas tragen. Ist nur die Frage, ob das Sinn macht. Na, easy. Kein Problem. Tor ist offen. Nun kann ich wohl meinen Aufstieg zum Gipfel fortsetzen. Ich meine, das ist nur ungewohnt. Typen.
ein Kleid zu sehen. Aber jeder soll das machen, was er mag, ne? Aber das hast du halt leider zu oft auch im Gaming-Bereich. Ah, du spielst so und so. Eigentlich macht man das so. Da kann man gar nicht rauf. Ich liebe diese Teve-Kanone. Finde die einfach mega. Tschüss. Kostet denn das Level up für 700? 760, sagen wir mal. 760 Zähne, dann kann ich aufleveln. Vielen Dank, Kamera, dass du entscheidest. Nicht genug damit, dass sie uns ausbeuten und töten und nähren ihre Brut von unseren verrottenden Körpern. So. Musste man sogar. Als Symbol der Zuneigung tauschen Liebende oft eine Haarlocke aus. Das menschliche Herz kann mit 1000 Schlüsseln geöffnet werden. Hier, Schatz, hast ein Stück Haar, damit du an mich denkst. Kannst du ins Portemonnaie stecken. Ja, das stimmt. Also, die Waffen sind wirklich, wirklich cool und sind doch alle echt, echt schick gestaltet. Ich meine, die Klinge an sich, die sieht jetzt richtig cool aus, ne? Auch mit dem Effekt. Und auch die Gegner, komm, die sind alle irgendwo cool. Ich hätte jetzt nie damit gerechnet, dass ich gegen Samurai-Wespen kämpfen muss. Also da soll mal einer erzählen, dass das nicht geil ist. Du da, komm näher. Ich kann Rotkäppchen rückwärts. Ich kann das einmal eins bis zur elf. Ich habe jede Menge Verstand. Wirklich? Überzeug mich. Um die Sperre zu beseitigen, wecke den Frosch und leere seinen Magen. Das da wecken? Was ist mit seiner Zunge? Und den ganzen Warzen? Oh. Und woher weißt du das? Ich sah, wie es geschehen kann, während ich schlief. Okay. Ah, der geht... Was, wie sie... Ah, die... Die sollte ich mich zuerst kümmern. Diesen Gegner. Der ist einfach nur nervig. Nein! Dreckiges Mistviech. Na komm.
immer auf den Puppenkopf. Ja, jetzt ist, seit ich die T-Waffe habe, ist das kein Ding mehr. Wenn ich den Gong schlage, wacht er bestimmt auf. Ich habe mal vorher gegen den kämpfen müssen, da hatte ich die Waffe noch nicht. War nicht sehr schön. Okay, wenn die heiße Teekugel ihn trifft, macht ihn nicht wahr. Von hier. Oder so. Ah ne, warte mal. Stopp. Ah, guck mal da. Da ist Dingens. Schlüssel. Ah, okay. Ich muss den Gong mit dem Gong-Klüppel betätigen. Ganz ehrlich, das mit den Haaren da, ne? Das weiß ich nicht. Ich hab nun keine Partnerin, aber... Wüsste nicht, wie sie darauf reagieren würde, wenn ich sage, ach, hier hast du ein paar Haare. Das zeigt mir da nie. Oh. Sowas hat er gefressen. Oh, der bleibt in seinem Käfig. Sitzt er in Gefangenschaft. Man könnte sich retten. Tschüss. Was? Haare? Dem Partner schenken? Weiß noch nicht mal, ob man heutzutage noch ein Foto Portemonnaie hat. Wo es ja jederzeit Handys gibt, wo man das Profilbild einfach wechseln kann. Schon wieder so. Ein Foto? Fürs Portemonnaie? Kenne ich eigentlich von meinem Vater damals. Ja. Er hat definitiv eins von der Familie drinne gehabt. Das, was ich noch kenne, ist entweder auf Facebook halt gemeinsames Profilbild oder so. Oder halt als Kontakt. Diese Katze. Die hier. Ah, da geht's weiter. Und gerade sagen, wo geht's weiter? Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Willens. Das jetzt einer macht oder ja gut, das kommt drauf an, ob man das möchte, ne? Dann kann man das machen. Dann ist es auch die Frage, früher hast du ja noch Fotos geschossen. Heutzutage, obwohl mit so einer Sofortbildkamera, die sind ja wieder in.
Ja, okay. Aber heute macht ja keiner mehr so richtig Fotos. Obwohl, ich muss ja ganz ehrlich dazu sagen, dass ich das eigentlich geil finde, wenn man so einen Bilderrahmen hat, wo man denn... kriege ich die von hier? Ja, sieht gut aus. Wo man so kleine Erinnerungen festhält. Oh, ständig dieses Niesen. Was ist denn los heute? So. Ein Hinterhalt! Ein Daimyo. Und dann auf die Mütze. Obwohl, ich will erstmal die loswerden. Die nerven am meisten. Und zack. So viel zur Ehre. Das ist schon voll mit einer Donnerattacke da. Jetzt bin ich aber dran. Das geht mit der neuen Klinge so schnell. Ich habe gar keine Chance mehr aufzustehen. Ja, so sind sie, die Wespen. Hinterhältig und fies. Nie nach den Regeln spielen. Noch mehr erotische Wespenpuppen. Um die Gestalt eines Wesens korrekt festzuhalten, muss man sie leider töten. Die Objekte der Kunst haben oft zu leiden. Alles feine Erinnerung. Mehr nicht. So, ich hab das Gefühl, wir sind fast da. Nee, wir müssen noch so ein Bild machen. Ich sag ja, 3 Stück davon. Und dann sind wir oben. Eine rastlos Suchende in eigener Sache kam in das vom Unglück heimgesuchte Land. Sie konnte trotz Unwissenheit, Unsicherheit und Unglück in ihrem eigenen Leben das Leid nicht weiter mit ansehen. Sie begann, gegen die grausamen Mörder und Schänder zu kämpfen, ohne zu wissen, warum sie es tat oder wie der Kampf ausgehen würde. Ups. Ja, die 2D-Welten, die sind wirklich cool. Die sind kreativ. Auch der Stil. Den Pfirsich hätte ich ja fast übersehen. Ne? Da komme ich jetzt nicht mehr ran, weil ich so durchgefallen bin, oder? Ja, perfekt. Seh den Pfirsich.
kriege ich von hier? Perfekt. Er sich erhalten. Nice. Fies. Okay. Da habe ich mich ganz kurz irritieren lassen. Blöde Bambus-Stachelner. Okay. Kann ich dann eigentlich drauf chillen? Hey. An und für sich. So habe ich alle Pfirsiche gefunden. Das ist ja schon mal gut. Danke, Wolke, ich hing fest. Ey, das ist ja fies. Wird die Wolke einfach schneller, wenn man springt? Oder reicht das, wenn ich mich einmache in dem... Nö. An und für sich finde ich das nicht gut. Stell ich mich hier vorne hin. Boah. Schmutz. Das ist wirklich, das ist jetzt nicht ganz ohne. Aber vor allen Dingen... Ja, weil die Wolke schneller wird, das weiß ich nicht. Das ist voll die komische Physik. Geht doch. Und wir sind durch. Jawohl. Warum hat das denn jetzt voll den Cell-Shading-Look? Sieht aus wie Okami.
Aber ich bin bei der Pagode. Oder? Ja. Ich hab's geschafft. So, und hier ist Ende. Tschüss. Nein. Keine bösen Cliffhanger hier. Jetzt, nachdem wir so viel durchgestanden haben, mache ich jetzt hier keine Cliffhanger. Fies wäre das denn? Keine versteckten Erinnerungen oder sonst was? Gut, dann gehen wir zur Raupe. Ist sie das? So eine Statue. Ich habe es so weit geschafft, um ein Scheinbild vorzufinden? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir aufzählen, wie oft du Illusionen der Realität vorgezogen hast. Verdrängte Probleme existieren für dich nicht. Du leugnest die Realität. Das stimmt nicht. Ich weiß, was wahr ist. Nein, und du gestattest anderen, dir vorzuschreiben, was nicht real ist. Komm jetzt rein. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Und das Wunderland wird untergehen, weil ich den Verstand verliere. So viel hat sich verändert. Ich kann dem Wunderland nicht helfen, wenn ich mir nicht helfen kann. Vieles hat sich verändert. Bei dir ist es umgekehrt. Rette das Wunderland und du kannst dich selbst retten. Der Zimmermann hat es begriffen, aber er hat sich vor der Wirklichkeit versteckt. Dein Ziel ist es, sie zu akzeptieren. Wo soll ich denn hin? Was soll ich tun? Der Königin muss man gehorchen, Alice. Der Königin muss man in all ihren Gestalten stets gehorchen. Wie kann sie dieses wachsende Unheil eindämmen oder mir bei der Suche helfen? Was weiß sie, dass ich nicht weiß? Sie ist jemand, den du einst gekannt und geliebt hast. Die Zeit verändert uns alle. Nicht jede Veränderung ist gut. Denk daran, wenn du die Königin findest. Das reicht jetzt. Bist wohl zum Dauergast, was, Alice? Was ist es diesmal, Fred? Hat vor der Old Lady rumgeheult, irgendwas über den Mord in der Threadneedle Street, Insekten verwünscht und die Eisenbahn. Musste sie doch herbringen, oder? Tja, eine Bedrohung für sich selbst, aber ganz sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Wohl wahr, aber wohin gehört sie dann? Lass sie gehen, Fred. Schick sie zurück zu Dr. Bambi. Hat letztes Mal einen Riesenaufstand gemacht, als sie über Nacht hier war. Was war da? In derselben Nacht wurde Jack Splatter, diese Verschwendung von Mutterliebe vor der Mermaid, geschnappt, als er diesen Fettsack abgestochen hat. Ich habe Alice nach unten gebracht und wir haben zwei Bullen getroffen, die Jack zur Zelle geführt haben. Quatsch, den üblichen Mist, von wegen nichts gemacht und den falschen Typen erwischt. Als er Alice sieht, brüllt er, die Schlampe war's. Sie schreit zurück, du verdammter Hurensohn, du Blutegel, du Male, lebst von anderer Leute Arbeit, etc., etc. Ich bewundere sie für ihre Ermittlungsarbeit. Da haut sie sich plötzlich den Kopf an oder so und kippt um. Konntest du doch nicht nach Hause schicken, oder? Und der Doktor hat einen Anfall bekommen? Sagt, er kriegt meinen Job und meinen Arsch auf dem Tablett. Hab ihm gesagt, das Erste können er gerne haben. Das Andere soll er in Ruhe lassen. Gute Nacht, Alice. Du kennst ja den Weg nach draußen. Vielen Dank. Das war also Welt Nummer 3. Alter, krass, aber ganz ehrlich, wenn du schon einen Untertitel hast, mein Freund, dann lies auch Hundesohn und nicht Hurensohn. Also,